magisches Haustier Morphle kann sich in alles verwandeln. Los geht's! Hattet ihr Spaß auf dem Jahrmarkt, Mila und Morphle? Ja! Und ich kann es kaum erwarten, mit unserer gewonnenen Babypuppe Teepartys zu spielen. Morphle denkt, Baby will keinen Tee. Komm schon, Morphle. Lass uns den heutigen Tag magisch machen. Mimi, kannst du unser Püppchen zum Leben erwecken? Dann kann sie wirklich mitmachen. Hallo, Baumeisterin Mary. Hallo zusammen. Ich brauche ein magisches Haustier, das mir hilft, schwere Ziegel zu bewegen. Kann mir jemand helfen? Animi könnte sie zum Leben erwecken und sie könnten sich selbst bewegen. Das wäre doch toll. Wir sind bald wieder da, Mila und Morphle. Tschüss, tschüss. Nein, Riesenbaby. Magische Leckerbissen sind keine Babynahrung. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, das Baby zum Leben zu erwecken. Lass sie uns zu Animi bringen, damit sie wieder in eine Puppe zurückzaubern kann. Oh nein! Baby, hör auf damit! Du wirst Mr. Vanderbilt und Barky verletzen. Morphle, verwandle dich in einen Drachen, um das Baby vom Auto zu holen. Oh nein! Stopp, Riesenbaby! Das ist doch kein echtes Eis! Oh nein! Mein Wagen! Tut mir leid, Geraldo. Wir helfen dir später beim Reparieren. Morphle, verwandle dich in einen Kipplaster, um das Baby zu fangen. Morphle? Ich habe eine Idee. Wiegen wir das Baby in den Schlaf. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ach, wie bist du mir so fern. Du hast es geschafft, Morphle. Mimi, kannst du unsere Babypuppe bitte wieder normal machen? Morphle denkt, Baby ist wach. Oh, bitte beeil dich, Animi. Mila, was ist hier los? Entschuldige, Papa. Nächstes Mal können wir Teepartys spielen, ohne die Spielzeuge zum Leben zu erwecken. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier. Oh nein, Morphle, ich weiß, was dich aufheitern wird. Meine Erfindung ist fertig. Ich habe ein Jugendserum erfunden, das ich an meine Assistentin vorführen werde. Oh, das ist so süß. Ich weiß nicht, wie man sich um ein Baby kümmert. Du musst sie zu ihrem Papi bringen, während ich ein Gegenmittel herstelle, um sie zurückzuverwandeln. Mila? Papi! Papi! Mila, nicht weinen! Mila, hungrig? Ah!
Wie bestellt? Ausgezeichnet! Was war das? Oh, nichts. Danke. Tschüss, tschüss. Hast du alles mitgebracht? Jawohl. Perfekt. Oh, seht mal, das sind die Banditen. Seht, es sind die Banditen. Nein! Oh! Psst! Morphel! Mila? Wo Ball? Vergiss den Ball, wir gehen jetzt! Jetzt? Komm mit mir! Okay! Morphel, willst du noch ein Spiel spielen? Nein! Okay! Möchtest du nach Hause gehen? Nein. Hast du irgendeine Idee? Nein. Morphel, hol das Eis dort. Mila, keine Bezahlung? Mila? Du verhältst dich sehr seltsam, Morphel. Du willst dich nicht mal verwandeln. Nein. Du sagst nur nein, nein, nein. Papa? Morphel benimmt sich komisch. Schau, Mila, es ist nicht sehr nett, sowas zu sagen. Hey, Morphel, möchtest du ein Eis haben? Nein. Du willst kein Eis? Da muss was nicht stimmen. Was? Hä? Siehst du, dieser Morphel ist nicht echt. Die Banditen. Morphel, hol jetzt den Ball da. Hey. Oh, nein. Das ist Milas Papi. Hey, Mila. Was machst du denn da? Du weißt schon, Mädchenkram. Morphel, hier drüben. Na, okay dann. Mach du das. Bye, bye, Mila. Tschüss, Papa. Jetzt wird noch mehr Unfug gemacht. Morphel? Mal die Wand an. Nein. Verwandle dich in... Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann eben in einen Elefanten. Nein. Lasst uns den heutigen Tag magisch machen. Morphel, verwandle dich in mich. Ja! Jetzt zieh das an und wir können Papa und unseren Freunden Streiche spielen. Du siehst genauso aus wie ich. Morphel ist Mila. Oh, du bist es, Mila. Ich hab dich nicht kommen sehen. Das liegt daran, dass ich noch hier oben bin. Oh, dann musst du Morphel sein?
Morphle spielen? Morphle nicht hier, aber Mila spielen? Toll, gehen wir. Hi, Mila. Hi. Was sollen wir spielen, Mila? Du kannst dir so gut lustige Spiele ausdenken. Fangen? Ja, okay, Mila, du fängst. Also können wir ihnen ihr Spielzeug klauen. Großartige Idee! Hey, der gehört uns! Danke für den Hula-Hoop-Reifen! Gib ihn zurück! Mila! Hey, das ist nicht nett! Was passiert hier? Lass mich runter! Es gibt zwei Milas! Hey, komm zurück! Hat es dir Spaß gemacht, ich zu sein? Ja, aber Morphle am liebsten ist Morphle. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Mila, Morphle, der Betreuer rief an. Er sagt, er braucht eure Hilfe im Zoo. Okay, Papa. Morphle, verwandle dich in ein fliegendes Haus. Mila, Morphle, toll, ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr beide helfen, diesen Pinguin, dieses Kamel und diesen Affen in ihr neues Wildnishaus zu bringen? Klar. Toll. Wir können alle in Morphle, dem fliegenden Haus, fliegen. Die Wüste ist heiß und trocken. Das ist das perfekte Zuhause für ein Kamel. Morphle, schau mal, es ist ein Drache. Ich glaube, er will mit uns kommen. Ich denke, wir können ein neues Zuhause für ihn finden. Nicht wahr, Morphle? Yeah. Oh-oh. Der Südpol ist das perfekte Zuhause für einen Pinguin. Aber für einen Drachen ist es viel zu kalt. Okay, gehen wir an einen anderen Ort. Der Regenwald ist das perfekte Zuhause für einen Affen. Oh-oh, aber ich glaube, der Regenwald ist zu nass für Drachen. Es ist nicht einfach, den perfekten Ort für einen Drachen zu finden, aber wir geben nicht auf. Sieh mal, Morphle, da ist ein Vulkan. Das ist der perfekte Lebensraum für einen Drachen. Okay, Drache, du scheinst dich in deinem neuen Zuhause sehr wohl zu fühlen. Jetzt ist es Zeit für Morphle und mich, nach Hause zu gehen. Bye, bye. Verstehe ich. Du bist ein magisches Haustier. Es ist egal, wo auf der Welt sich magische Haustiere aufhalten. Sie fühlen sich nicht zu Hause ohne ihre menschlichen Begleiter. Aber ich habe schon ein magisches Haustier. Morphle.
Aber ich weiß, wo wir einen tollen menschlichen Begleiter für dich finden können. Im Zentrum für magische Haustiere finden wir schnell einen magischen Partner für dich. Hey, süßer kleiner Kerl. So lustig. Eines Tages wirst du groß und furchterregend sein. Mit diesem Zapper, den wir von Professorin Paula gestohlen haben, können wir diese Tiere in Riesen verwandeln. Das wird ein toller Tag in der Tierauffangstation, Morphle. Ja! Mila, Morphle, die Banditen verwandeln alle Tiere in Riesen. Oh nein, wir müssen den Zapper zurückholen. Morphle, verwandle dich in einen Superhelden. Das ist nicht toll, Barky. Wow. Oh nein. Oh nein. Gebt uns den Zapper, Banditen. Das glaube ich nicht. John, zapp sie weg. Oh, oh, das haben wir nicht bedacht. Wir kommen wieder. Ja. Toll. Jetzt zappen wir alle Tiere zurück. Da. Das ist der Pinguin. Nummer 1. Ihr seid sehr klein geworden. Aber ihr seid immer noch großartig. Hey. Hey, Papa. Sieh mich an. Ich kann dich nicht sehen, Mila. Sieh nach oben. Hi. Morphle und Mila, der Superheld. Morphle will mitmachen. Hm? Morphle, was machst du da? Morphle, Superanzug! Juhu! Jetzt können wir alle Superhelden sein. Lasst uns den heutigen Tag magisch machen. Oh, ich habe eine Idee. Lasst uns ein Rennen veranstalten. Morphle gegen Morphle? Morphle rennt gegen Morphle. Wer zuerst auf dem Berggipfel ist, hat gewonnen. Achtung! Fertig, los! Morphle, warte! Wow! Oh nein, jetzt sind sie vorne. Lass uns springen. Wow! 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 Wow. Ja! Was? Morphle, das war nicht nett. Gut gemacht, Morphle. Ich
habe mich noch nie so stark gefühlt. Ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Geh da lang, Morphle. Juhu! Ich glaube, wir gewinnen, Orphel. Orphel, lass uns Räder und einen Jetpack morphen, um über den Fluss zu springen. Yay! Morphel, morphe Flügel, damit wir den Berg hochkommen. Morphel, morph, morph! Mila gewonnen? Ich glaube, es ist ein Unentschieden. Ja! Orphel nicht gewonnen? Wir alle haben gewonnen. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, Spaß zu haben. Das zählt wirklich. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier. Oder zwei. Wollen wir Verstecken spielen? Oh ja! Aber denk dran, nicht den Garten verlassen, denn die fiesen Banditen könnten ausgebrochen sein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Sind wir doch nicht da? Trag mich! Da fällt mir aber was Besseres ein. Klauen wir einfach dieses Fahrrad. Gefunden? Du bist zu gut bei dem Spiel, Mila. Aber Morphle finde ich nirgendwo. Siehst du ihn irgendwo? Nö, der versteckt sich mal richtig gut. Morphle, Morphle, komm raus und zeig dich uns, du hast gewonnen. Bitten wir unser magisches Haustier Glitzermops, uns in Morphles zu verwandeln. Wow, danke. Klasse. Ich verwandle mich in ein Rennauto, um ihn schnell zu finden. Und wenn ich fliegen kann, kann ich nach Morphle von oben überall suchen. Ist ja Hammer! Ich bin ein Superheld! Da ist Morphle! Gefangen von den Banditen! Halt mal! Die Brücke fährt da ganz hoch nach oben! Das schaffen wir schon! Ich befehle euch, anzuhalten! Hey! Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber und flieg über die Brücke! Danke, Mila! Nun haben wir unseren eigenen Hubschrauber! Ja! Hey! Was ist denn jetzt los? Mir fällt was ein! Komm mir nach! Morphle, kein Banditenhubschrauber! Schnell! Klauen wir die Fahrräder und hauen ab! Oh, tja. Mila? Ja, ich bin's, Morphle. Spring rein. Wir bringen die Banditen dahin, wo sie hingehören. Entschuldigung. Nächstes Mal, Morphle macht, was Mila sagt. Alles gut. Mit verwandelbaren magischen Freunden ist jeder Tag einfach magisch. Mila, Morphle, Geraldo ist am Telefon. Danke, Papa. Hi, Geraldo. Hallo.
Als kleines Dankeschön, weil ihr mir immer so toll helft, habe ich eine besondere neue Eissorte kreiert. Den Mila- und Morphelstrudel. Lecker Eis! Es ist so köstlich, ich kann gar nicht aufhören, es zu schlecken. Jetzt ist nur noch ganz wenig übrig. Lecker Eis! Also ihr müsst euch beeilen. Sonst ist alles schon weg. Ich bin auf der Dschungelinsel. Orphel, kommt schon! Oh nein, das war Orphel. Wenn er zuerst da ist, verputzt er das ganze neue Eis allein. Nein! Verwandle dich in ein superschnelles Rennauto, dann holen wir Orphel ein. Orphel! Los geht's, Morphel. Das wird heute ein magischer Tag. Aufgepasst, Morphel! Ein Rennauto ist im Meer gar nicht so schnell, Orphel. Hey! Morphel, Hilfe! Mila! Danke, Morphel! Toll gemacht, Morphel! Wir sind auf der Dschungelinsel! Jetzt suchen wir Geraldo. Nur wie kommen wir durch all die Bäume? Morphel, verwandle dich in einen Apfel. Ein Rennauto ist im Dschungel gar nicht so schnell, Orphel. Hä? Ah! Lecker Eis für Orphel! Keine Sorge, ich habe schon mehr gemacht. Jetzt ist genug für alle da! Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Papa wird den Kuchen hier ganz sicher lieben, Morphel. Sieht lecker aus. So schwer wie Papa mit uns zu kämpfen hat, verdient er auch mal eine Aufmerksamkeit. Oh, Kuchen. Orphel isst Kuchen. Hey, stell den zurück. Wir müssen uns diesen Kuchen zurückholen. Morphel, verwandle dich in einen Hüpfball. Morphel! Morph, Morph! Her mit dem Kuchen, Orphel! Nee. Was soll das denn? Morphel tut leid! Du. Morphel, verwandle dich in ein Rennauto, damit wir Orphel einholen. Morphel, Morph, Morph! Nicht schon wieder! Das ist unser Kuchen für Papa. Kommt her und holt ihn. Morphel bringt Papa um seinen Kuchen. Wir müssen den zurückholen. Morphel, verwandle dich in einen Roboter. Dieser Tag kann immer noch richtig magisch werden. Morphel, Morph, Morph. Hehehehe!
bekommen nachher auch ein Stück davon, Herr Wenderbus. Hey, wo bleibt Morphe? Den haben wir für dich gebacken. Oh, danke. Und ihr habt das ganz problemlos geschafft? Ganz und gar problemlos. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch.